So, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Sanko und bin für euch hier heute mal wieder unterwegs. Und wir gucken mal, was wir heute machen wollen. Eigentlich wollte ich doch. Verdammt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich gestorben bin. Ist angezeigt? Normalerweise wird einem das doch angezeigt, oder? Ja, stimmt, da bin ich gestorben, aber warum wird mir das jetzt nicht angezeigt? Hä? Ist das, weil ich teleportiert bin oder was? Wer weiß. Tja, leider haben wir das Pferd verloren. Und wir können uns da kein anderes mitnehmen, ne? Puh. Und ich mag endlich mal neue Kleidung haben. So. Sind wir unter. Nee, unter der Brücke sind wir nicht gestorben. Ne? Nee. Okay, das Lager ist nicht besiedelt. So sollte es sein. So. Gehen wir mal hier durch. Letztes Mal sind wir ja hier nach da gegangen. Was war das? Was war denn das? Ist das er da? Okay. Ich sag einfach mal, das ist er. Voll Knutschgeräusch hier. Der knutscht. Der macht Luftküsschen. Okay. Aber da gibt's wieder Fässer. Da können wir wahrscheinlich eine Kettenreaktion auslösen. Mit dem richtigen Pfeil. Ja. Gleich alle down. Ne, einer lebt noch. Okay. Der blaue lebt noch. Okay. Haben wir ein Schwert ausgerüstet? Ne. Mal den Hammer. So. Okay, wie kommen wir hoch? Hier kommt man gar nicht hoch. Oder? Kommt man gar nicht hoch. Und das? Wie kommt man denn da hoch? Ist ja nicht gerade eine Leiter, oder? Da, da oben ist eine Kiste. Wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Ah, okay. Von da oben komme ich da hoch. Okay, dann probieren wir es mal aus. Wie hier hochkommen. Und dann schnappen wir uns den einen verbleibenden und die Kiste. Okay. Regeneriert er sich? Sieht aus, als wäre er sich regeneriert. Und die Aussicht, die wird besser. Oh, und was ist da? Okay. Boah, ey, und diese Weitsicht. Okay, ich komme ja auf jeden Fall nicht hoch. Glaube ich. Schauen wir mal. Zweiter Versuch. Entweder es geht oder es geht nicht. Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ich sehe schon, das wird was. Aber vielleicht. Ah, nee, das wird nichts. Okay. Dann lassen wir den erstmal noch in Ruhe. Warum ist hier? Okay, vielleicht sollte man immer mal ein bisschen in seiner Umgebung umhersehen. Oh. So. Wow, was hat er denn da?
Wer hat mich auf jeden Fall jetzt gesehen? Mal sehen, ob das jetzt ausreicht, um hochzukommen. Glaube ich zwar immer noch nicht, aber. Jetzt mal ausprobieren. Na, sieht aber schon besser aus, glaube ich. Ah doch, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Und wir machen hier auf den letzten paar Metern, machen wir einen Sprung und dann schaffen wir das auf jeden Fall. Oh yeah, neue Bombenpfeile. So, und dann fliegen wir jetzt rüber zu dir. Ha? Und da bist du unten. Was machst du jetzt? Und einen neuen Bogen. Tja. Ist ja voll gelohnt. Für den. Okay. Okay. Geklappt. Er hat mich leider einmal zu oft erwischt. Was ist hier noch? Okay. So, und warum ist da so ein Ding drin? Muss ich das reinziehen oder rausziehen? Ich glaube, rausziehen. Mal hier, so, und loslassen. Gucken wir mal, gibt's hier irgendwas? Warum sind hier zwei so ne Dinger? Oder soll ich damit etwa da hochgehen? Tja. Ich werde es jetzt in dem Moment nicht rausfinden können. Dann wir einfach mal weiter hier langlaufen. Das ist einfach toll. Einfach toll, hier durch den Wald zu gehen. Jetzt mal zurück auf die normalen Pfeile. So, da hinten ist dieser Schrein, der auf dieser einsamen Insel war. So, und drüben waren wir ja auch gewesen. Da ist die Brücke. Oder war das die Brücke? Nee, es war schon die Brücke da an dem Baum, ne? Ja, genau. Der ist aber abgekackt. Ja, ich weiß, dass ein Schrein in der Nähe ist. Und ich mag mir jetzt eigentlich wieder so ein Pferd holen. Ich habe nur die Frage, ob hier die Pferde sind. Oder ob die nur hier waren, weil diese Bockblindenreiter die geritten haben. Also wie es aussieht, gibt es hier keine Pferde. Da oben? Was ist gar nicht? Schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. Das Gute an der Leiter, an einer Leiter ist, wir verbrauchen keine Ausdauer. So wie ich das festgestellt habe. Okay. Außer wenn wir springen. So, so wie es aussieht, waren wir doch schon hier oben.
Schade eigentlich. Naja, fliegen wir halt wieder zurück. Gleiten wieder zurück. Puh. Einen Schrein in der Nähe. Ich würde auch echt gerne reingehen, aber wir kommen da glaube ich noch nicht rein. Ziege. Oh, das Pferd, was hier. Mein Pferd! Yay, mein Pferd ist wieder da! Yay! Okay, man kann auch langsam reiten. Gut, wenn da ist es viel leichter, glaube ich, zu dem Schrein zu kommen. Safe einer, kann ich mit dem reden? Hey, ich wollte mit dem sprechen! Ist ja doch einer. Noch einer. Der ist also einfach gerade nur so aufgepoppt, ne? So. Okay. Einfach abgesprungen. So, dann holen wir uns diesen Schrein. Achso, nach vorne drücken muss ich auch. Hier ist so ein schöner Blumenkranz drumrum. Blumensandbank. Hey! Wo willst du denn hin? Lass die Blumen in Ruhe. Okay. Was will die? Ich habe um den Schrein herum Blumen gepflanzt. Bitte vorsichtig, nicht auf sie drauf treten. Bitte nicht betreten. Okay, dann treten wir halt auf keine Blumen. Sollten wir doch, denke ich mal, schaffen. Dieses Blumenlabyrinth. Tja. Kann ich mir auch damit das Item holen? Nein. Du darfst dem Blumen nichts tun. Das tut ihm doch weh. Oh, und jetzt nochmal von vorne. Okay, zum Kämpfen. Auf die Schnelle ist der. Ist der Bumerang nicht so toll. Dann nehmen wir lieber ein Schwert. Das ist aber eine Lanze. Wie soll ich denn da an die Lanze dann bitte rankommen? Hey, wie oft muss ich dir es noch sagen? Vorsicht mit den Blumen, das sind auch Lebewesen, weißt du? Oh, du gehst mir jetzt schon auf die Nerven. Ey! So oft? Ich habe es dir schon so oft gesagt. Warum kapierst du es einfach nicht? Ah, nein! Ich arbeite Tag um Tag, um diese Blumen zu pflegen und du trittst sie mit Füßen immer und immer wieder. Spüre. Die Rache der Blumen! What the heck? Okay. Ich bin weggeflogen. Oder sind mir Blumen im Mund gestopft? Was? Nicht dein Ernst jetzt, oder? Was soll das? Ehrlich jetzt. So. Was ist das? Hier gab's doch irgendwas für ein Viertelherz. Ganzes? Kleidung? Viertelherz? Egal, lassen wir das Viertelherz. Gut, dann treten wir jetzt diesmal wirklich nicht auf die Blumen. Die Gegner dürfen auf die Blumen rauftreten oder was? Und denen machst du nichts.
Sehr doof bist du. Leck mich. Was ist das jetzt für diese Scheiße? Ach, komm bitte. Was soll das? Mann. Das ist aber auch hier eine schwierige Stelle, ne? Ich schleiche mich jetzt hier durch. So, schafft. Puh, ey. So, überspringen wir mal. Und dann gehen wir rein hier. Bitte nicht betreten, geschafft. Verwendung bestimmter Module und deines Bogens kannst du auch zielen, indem du das Tablet neigst. Achte beim Spielen auf deine Umgebung. Okay. Okay. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Hirohara. Hira. Im Namen der Göttin Hira soll sie geprüft werden. Folge dem Strom. Okay. Okay, dann lassen wir uns mal einfach fallen. Aber es geht nicht. Dusselkopf, da musst du hin. So. So. Ist hier irgendwas an den Rändern? Nö. Kann ich es noch packen? Nö. Dann warten wir auf die nächsten Bretter. Wo kommt das Licht bloß her? Okay. Wow. Okay. Aber es gab's doch in jedem Schrein eine Kiste. Mal schauen. Okay, da ist eine Kiste. Oder nicht? Ist das nicht eine Kiste? Doch, das ist eine Kiste. Okay. Angst, wenn ich zu dicht dran stehe. Okay, da hat das nicht funktioniert. Warum auch immer. Okay, kriegen wir die nicht aus? Ah, ich habe schon eine Idee, was wir jetzt hier machen müssen. Und zwar, wir brauchen eine Bombe. Ja, und die Bombe schwimmt hier. Sehr interessant. So, aber wie kommen wir an die Kiste rum? Kann ich hier raufstellen? Nee.
Na klar. Nein! Mann, lass mich durch! So. So, kommen wir in die Kiste und schauen wir mal, was drin ist, Schickes. Eisfall. Okay. Oh, Entschuldigung. Oh. Das hätte nicht passieren dürfen. Ein Feuerrotzeltier. So, und ich glaube, da hätten wir den Schrein auch schon geschafft, ne? Schon wieder einer von diesen ganz kurzen. Lang, wirklich lang war er nicht. Aber hier scheint sonst nichts weiter zu sein. So. Yep. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob ich als nächstes noch mal ein Herz nehme oder erstmal Ausdauer. Ich weiß es noch nicht. Okay, die essen auch Insekten. Okay, kann ich Insektenfallen bauen oder was für die? Das hört sich so an, als wenn ich für die Insektenfallen bauen könnte. Insektenfallen! Okay, jetzt regnet es sogar schon. So, wenn ich jetzt über die Blumen laufe, dann meckert sie wieder. Okay. Aber jetzt sind mir deine Blumen scheißegal, jetzt muss ich da nicht mehr lang. Die sind mir jetzt scheißegal, ich würde sie am liebsten jetzt alle abfackeln. Dann tötest du mich wahrscheinlich. Oh, da glitzert's. Da gibt's schöne Pilze. Mh, lecker, lecker Rüstlinge. Rüstlinge! Holen wir uns kurz aus. Okay, wir müssen eigentlich weiter nach. Oh, hier regnet es nicht mehr. Weiter nach rechts hier. Weiter nach rechts ist gut. Weiter nach dortens. Ich hab Donner gehört. Oh, was ist denn das? Eine Sternschnuppe oder was? Was ist das denn? Alter, holy shit! Was ist denn das? Elektrischer Zubat. Nee, wie auch immer die Scheiße heißt. Warum leuchtet es jetzt da so? Komm ich da hin? Da hinten brennt's. Oder ist das schon wieder ein Schrein? Ich will wissen, was da jetzt so runtergefallen ist. Und warum. Also ich brauche ein Pferd. Da ist ein Pferd. So, und wie ging das an? Anschleichen, ne? So, wie lange leuchtet das jetzt da hinten? Bleibt es Ewigkeiten oder? Scheiße, Scheiße, Alter! Oh. Nix mit Pferden, nix mit Pferden, aua! Nein, ich konnte aufsteigen, ich habe nicht rechtzeitig gedrückt. Oh, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Oh.
Ah. Ey, ich wollte doch das Schild benutzen. Was ist das jetzt schon wieder? Ah, Mann. Ah, ich greife immer frontal an. Mehr oder weniger. Was? Nicht dein Ernst jetzt hier. Jetzt muss ich da ernsthaft doch mal hinlatschen. Ach Mann, ey. Oh, das werde ich aber jetzt rausschneiden und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part an der Stelle, wo ich dann da gerade eben gestorben bin. Und ja. Bis zum nächsten Part. Ciao.